Zum Thema Polynome. Wir beginnen mit zwei Entdeckungsaktivitäten. Dieser Park wird durch zwei Wege durchquert, deren Breite mit x bezeichnet wird. Den Inhalt der gesamten Rasenfläche, das heißt da, da, da und da, kann man anhand von dieser Wegbreite x ausdrücken. Und zwar so. P von x ist, der gesamte Flächeninhalt ist natürlich 40 mal 100, 40 mal 100. Davon ziehen wir ab den Flächeninhalt von diesem Weg, das heißt 100 mal x. Davon ziehen wir auch noch ab den Flächeninhalt von diesem Weg, das heißt 40 mal x. Aber dann haben wir den Flächeninhalt von diesem Quadrat zweimal abgezogen. Dann müssen wir ihn einmal wieder addieren, also plus x². Und das ausgerechnet ergibt x² minus 140x plus 4000. Dieser algebraische Ausdruck ist ein Polynom zweiten Grades in x. Zweite Entdeckungsaktivität. Man kann den Rauminhalt von diesem gesamten Quader ausdrücken mit dieser Seite x, da ist auch x und diese Höhe ist auch x. Hier in dieser Ecke haben wir also einen Würfel. Wir drücken jetzt den gesamten Rauminhalt von diesem Quader aus und zwar so, wir rechnen x plus 8, diese Länge, mal x plus 3, diese Breite, mal x, diese Höhe. So, dieses x verteilen wir auf diese Klammer. X mal x ergibt x², x mal 3 ergibt 3x. Und jetzt wenden wir hier noch die doppelte Distributivität an. X mal x², das macht x hoch 3. X mal 3x macht 3x². 8 mal x² macht 8x² und 8 mal 3x ergibt 24x. 3x² plus 8x², das macht 11x². So erhalten wir also ein Polynom dritten Grades in x. So. Es folgen drei Begriffe. Der erste, ein Monom in x, ist ein Vielfaches einer Potenz von x. Also ein Monom m von x, das ist ein Vielfaches a mal einer Potenz von x a mal x hoch n. Diese Zahl a ist eine beliebige reelle Zahl und dieser Exponent n ist eine beliebige natürliche Zahl. Ein Polynom n-ten Grades in x, das ist ein algebraischer Ausdruck dieser Art. P von x ist a Index n mal x hoch n plus a Index n minus 1 mal x hoch n minus 1 plus und so weiter bis plus a Index 2 mal x hoch 2 plus a Index 1 mal x hoch 1 plus a Index 0. Mit n beliebiger natürlicher Zahl und diese Zahlen an, an-1 bis a2, a1, a0 sind beliebige reelle Zahlen. Kommen wir jetzt zum Zahlenwert eines Polynoms. Sei dieses Polynom 2x hoch 3 plus x² minus 3x minus 5. Der Zahlenwert p von 1 dieses Polynoms p von x für den Wert x gleich 1 wird berechnet durch p von 1 ist das, was wir hier erhalten, indem wir x überall durch 1 ersetzen. P von 1 ist also 2 mal 1 hoch 3 plus 1 im Quadrat minus 3 mal 1 minus 5. So. Und diese Rechnung ergibt dann 2 plus 1 minus 3 minus 5, das heißt minus 5. Anders ausgedrückt, der Zahlenwert p von 1 von diesem Polynom p von x
ergibt minus 5. Wir werden hier dieses Polynom 2x² plus 3 durch dieses Polynom x minus 1 teilen und das durch die sogenannte euklidische Division von Polynomen. Genauso wie in der Primarschule eine Division so geschrieben wird, schreiben wir diese Division auch hier. So. Wir müssen aber darauf achten, dass beide Polynome geordnet sind in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Das ist hier der Fall. Zuerst stellen wir uns die Frage, womit müssen wir x multiplizieren, um an 2x² zu gelangen? Ja, natürlich mit 2x und diese 2x schreiben wir hier. Genau wie wir da diese 7 schreiben. Und genau wie bei dieser Division rechnen wir diese 7 mal 3 und dieses Produkt schreiben wir dahin. Hier machen wir genau dasselbe. 2x mal x minus 1, das macht 2x² minus 2x und dieses Produkt schreiben wir dahin. Sobald man das Produkt gefunden hat, nimmt man es entgegengesetzt und dann wird addiert. Hier machen wir ganz genau dasselbe. Wir nehmen hier alles entgegengesetzt und hinterher wird addiert. Es ist entgegengesetzt genommen und jetzt addieren wir. 2x² minus 2x², diese zwei Termen entfallen. Bei dieser euklidischen Division müssen diese zwei Termen nach der Addition immer entfallen. Wenn nicht, dann haben wir da schlecht gearbeitet. Hier entfallen sie aber, also haben wir gut gearbeitet. 3 plus 2x, diese 2x plus 3 schreiben wir dahin. Und solange der Grad in diesem Rest nicht streng kleiner ist als der Grad bei diesem Teiler, müssen wir weitermachen. Also stellen wir uns wieder die Frage, womit müssen wir x multiplizieren, um an 2x zu gelangen? Ja, natürlich mit 2. Jetzt multiplizieren wir 2 mal x minus 1, das macht 2x minus 2. Sobald wir dieses Produkt gefunden haben, nehmen wir es entgegengesetzt und addieren. So. Nach der Addition entfallen diese zwei ersten Termen, das ist gut so. 3 plus 2 macht 5. Aus dieser Division aus der Primarschule können wir schließen, dass 22 genau dasselbe ist wie 3 mal 7 plus 1. Wir können es auch schön überprüfen. Genauso deuten wir diese Division. 2x² plus 3 ist genau dasselbe wie x minus 1 mal 2x plus 2 plus diese 5. Auch hier können wir überprüfen, ob die Division so stimmt. Es genügt, das Ganze auszurechnen. Wenn wir dann 2x² plus 3 finden, dann ist richtig. Es ist richtig. Jetzt noch eine zweite Division dieser Art. Wir teilen das Polynom 4x hoch 3 plus x² minus 2x plus 3 durch dieses Polynom 2x plus 1. Die euklidische Division sieht dann so aus. Wir achten zuerst darauf, dass beide Polynome in abfallender Reihenfolge der Exponenten geordnet sind. Sind sie. Und jetzt legen wir los. Womit müssen wir 2x multiplizieren, um an 4x hoch 3 zu gelangen? Ja, mit 2x². Wir multiplizieren 2x² mal 2x plus 1, schreiben dieses Produkt dahin und nehmen es sofort entgegengesetzt. Jetzt wird addiert. Die zwei ersten Termen verschwinden, das ist gut so, dann haben wir da gut gearbeitet. Und ansonsten bleibt noch minus x² minus 2x plus 3. Der Grad hier ist noch nicht streng kleiner als der Grad da, also machen wir weiter mit der Frage, womit müssen wir 2x multiplizieren, um an minus x² zu gelangen? Ja, mit minus ein halbes mal x. Jetzt multiplizieren wir minus ein halbes mal x mal 2x plus 1 und nehmen dieses Produkt sofort entgegengesetzt. Jetzt wird addiert, diese zwei ersten Termen entfallen,
Das ist gut so, dann haben wir da gut gearbeitet und diese Summe ergibt minus 3 halbe x plus 3. Der Grad ist immer noch nicht streng kleiner als da, also müssen wir weiterarbeiten und stellen uns die Frage, womit muss man 2x multiplizieren, um an minus 3 halbe x zu gelangen? Mit minus 3 Viertel. Wir multiplizieren minus 3 Viertel mal 2x plus 1, nehmen dieses Produkt sofort entgegengesetzt und finden 3 halbe mal x plus 3 Viertel. Nach der Addition verschwinden die zwei ersten Terme wieder und diese Addition ergibt 15 Viertel. Genauso wie wir in der Primarschule diese Division auch so deuten konnten, können wir auch diese Division genau so deuten. 4x hoch 3 plus x² minus 2x plus 3, das heißt der Dividend, geteilt durch 2x plus 1, das heißt der Divisor oder auch der Teiler, ergibt den Quotienten 2x² minus 1 halbes x minus 3 Viertel, der Quotient steht da, plus diese Zahl 15 Viertel, das heißt der Rest, geteilt durch den Divisor. Diesen Bruch können wir noch etwas einfacher schreiben und somit haben wir diese Division auf euklidische Art vorgenommen. Bei der Division eines Polynoms durch ein Binom der Art x minus a kann man das sogenannte Horner-Gitter anwenden, aber Vorsicht, das Horner-Gitter funktioniert nur dann, wenn der Teiler solch ein Binom ist, x minus eine Zahl, so wie in diesem Beispiel, x minus eine Zahl. Wir müssen bei diesem Horner-Gitter darauf achten, dass der Dividend geordnet ist in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Das ist hier der Fall. 3, 2 und hier steht 3 mal x hoch 0. Aber dieses Polynom ist nicht vollständig. Der x-Term fehlt. Um das Horner-Gitter anwenden zu können, müssen wir dieses Polynom ordnen und vervollständigen. Das heißt, es wird geschrieben in die Art, 4x hoch 3 minus 5x² plus 0 mal x plus 3. Und diese Vorzahlen der Potenzen von x schreiben wir in dieser Reihenfolge in dieser ersten Zeile. Es ist effektiv 4 mal x hoch 3, daher die 4, minus 5 mal x², daher minus 5, plus 0 mal x, daher diese 0, plus die 3. Die 3 nennt man den unabhängigen Term von diesem Polynom, weil diese 3 nicht von x abhängt. Wir teilen durch x minus 2 und diese Zahl 2, aber ohne das Minus, wird hier geschrieben. Jetzt nehmen wir diese Division vor. Zuerst rutscht man diese 4 runter bis zu dieser Stelle, so. Und jetzt von da nach da wird multipliziert. Wir rechnen 2 mal 4. Das macht 8. Und dieses Produkt schreibt man an diese Stelle. So. Vertikal wird addiert. Das heißt hier minus 5 plus 8. Das macht 3. Die Summe schreiben wir dahin. Jetzt wird wieder multipliziert. 2 mal diese 3. Das macht 6. Und dieses Produkt schreiben wir dahin. So. Vertikal wird addiert. 0 plus 6, das macht 6. Jetzt wird wieder multipliziert. 2 mal die 6, das macht 12. Diese 12 schreiben wir dahin. So. Und vertikal wird wieder addiert. 3 plus 12 macht 15. Aus dieser Division können wir schließen, dass das Polynom dieses Polynom auch so geschrieben werden kann. Das ist ein Polynom dritten Grades und hier, das ist ein Polynom ersten Grades. Wenn man ein Polynom dritten Grades
durch ein Polynom ersten Grades teilt, dann findet man ein Polynom zweiten Grades und die Vorzahlen von diesem geordneten Polynom stehen hier in der letzten Zeile vom Horner-Gitter. Diese Vorzahlen sind also 4 mal x² plus 3 mal x plus 6 plus 6. Und die Zahl da hinten, das ist der Rest dieser Division, also hinten dran kommt noch plus 15. Um zu überprüfen, ob diese Division stimmt, brauchen wir nur den rechten Teil auszurechnen durch Distributivität und wir werden den linken Teil finden. Unsere Antwort stimmt. Dieses Gitter nennt man das Horner-Gitter zu Ehren des deutschen Mathematikers William Georg Horner. Wenn wir ein Polynom p von x durch das Binom x minus a teilen, entweder durch die euklidische Division oder durch das Horner-Gitter, dann erhalten wir den Quotienten q von x und den Rest r. R hängt nicht mehr von x ab, r ist also eine konstante Zahl. Und zwar so, dass dieses Polynom p von x gleich ist zu x minus a mal q von x plus r. Unser Polynom p von x wird also so durch x minus a geteilt. Und wenn wir p von a suchen, dann erhalten wir a minus a, das heißt 0, mal die Zahl q von a, also 0 plus r. Woraus wir also schließen, dass der numerische Wert des Polynoms p ausgedrückt bei der Zahl a der Rest der Division r ergibt. Das ist das Gesetz vom Rest, das wie folgt heißt: Der Rest der Division eines Polynoms p von x durch x minus a ist der Zahlenwert dieses Polynoms für x gleich a. Das heißt, der Rest der Division des Polynoms p von x durch das Binom x minus a, das ist der Zahlenwert des Polynoms an der Zahl a. Und daraus schließen wir, wenn der Rest dieser Division 0 ist, das heißt, wenn der Zahlenwert des Polynoms bei a 0 ergibt, dann können wir das Polynom p von x anhand der Division durch x minus a faktorisieren. Schauen wir in dieser Schreibweise. Wenn p von a, das heißt dieser Rest 0 ergibt, dann ist das plus r hinten dran nicht mehr da und dann haben wir effektiv p von x geschrieben in Form eines Produktes, in Form des Produktes x minus a mal q von x. Also haben wir hier ein Mittel, ein Polynom zu faktorisieren. Nehmen wir zum Beispiel das da. Wir rechnen mal x minus 2 mal x² minus 2x plus 3 aus, das heißt, wir verteilen das Ganze, dann finden wir das Polynom x hoch 3 minus 4x² plus 7x minus 6. Diese Zahl minus 6 ist das Produkt dieser zwei unabhängigen Termen minus 2 und 3. Wenn wir dieses Produkt noch nicht kennen, wenn wir nur dieses Polynom kennen und versuchen, es durch die Division x minus eine Zahl a zu faktorisieren, dann müssten wir eine Zahl a finden, für die der Polynomwert 0 ergibt. Und dazu versuchen wir es aus diesem Grund mit den ganzen Teilern von diesem unabhängigen Term. Also stellen wir uns vor, wir haben dieses Polynom und möchten es faktorisieren und wir versuchen das mit der Division durch x minus a. Stellen wir uns vor, dass wir den Anfang nicht kennen, wir kennen nur dieses Polynom. Dazu versuchen wir zu überprüfen, ob bei einem ganzen Teiler vom unabhängigen Term dieses Polynom 0 wird. Versuchen wir es zum Beispiel bei 1. Der Zahlenwert dieses Polynoms bei 1, das ist
1 hoch 3 minus 4 mal 1 im Quadrat plus 7 mal 1 minus 6, also 1 minus 4 plus 7 minus 6. Das ergibt aber nicht 0. Dann versuchen wir minus 1. Minus 1, minus 4, minus 7, minus 6, das ist auch nicht 0. Also versuchen wir weiter. Wir versuchen dann mit 2, mit minus 2, mit 3, mit minus 3, mit 6 und mit minus 6. Aber wenn wir hier drin x durch 2 ersetzen, dann stellen wir fest, dass p von 2 effektiv 0 ist. Das heißt, wenn wir dieses Polynom durch x minus 2 teilen, dann finden wir als Rest 0 und haben somit dieses Polynom faktorisiert. Ja, dann machen wir das. Zuerst müssen wir aber darauf achten, dass dieses Polynom geordnet in abfallender Reihenfolge der Exponenten ist und dass es vollständig ist. Dieses Polynom ist beides. Also schreiben wir die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen von x in der ersten Zeile vom Hornergitter. 1 mal x hoch 3, daher die 1. Minus 4 mal x Quadrat, daher minus 4. Plus 7 mal x, daher die 7. Minus 6, daher minus 6. Diese 1 rutscht runter, die schreiben wir dahin, so. 2 mal 1 ergibt 2, dieses Produkt schreiben wir dahin, so. Vertikal wird addiert, minus 4 plus 2, das macht minus 2. 2 mal minus 2 macht minus 4. 7 plus minus 4 macht 3. 2 mal 3 macht 6. Und minus 6 plus 6 macht 0. Hier müssen wir unbedingt 0 finden. Wenn da keine 0 steht, dann haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Entweder wir haben uns im Hornergitter vertan, oder aber der Zahlenwert bei 2 ist gar nicht 0. Durch diese Division können wir also dieses Polynom in diese Form faktorisieren. Dieses Polynom, dessen Koeffizienten da oben stehen, ist dasselbe wie x minus 2 mal das geordnete Polynom, dessen Koeffizienten in dieser Zeile stehen. Es ist effektiv 1 mal x² minus 2 mal x plus 3.